Volle Straßen, viel Musik und jede Menge gute Laune. Im letzten Jahr waren rund 2,2 Millionen Besucher beim alljährlichen Museumsuferfest in Frankfurt dabei. Und auch in diesem Jahr soll die knapp 8 Kilometer lange Strecke am Main für Unterhaltung der Extraklasse sorgen. Das Programm dazu stellte Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann zusammen mit Thomas Feder im Römer vor. Wir feiern gemeinsam mit der Kultur. Die Kultur ist eines der größten europäischen Kultur-, aber auch Musikfestivals. Hat natürlich auch viele Festivals im Festival. Festival der Komik, das Drachenboot-Festival, die Chor- und Orgelmeile, das Klang im Kloster-Festival. Also Sie sehen, hier subsumiert sich quasi eine Vielzahl von unterschiedlichen Veranstaltungen im Fest. Und das macht es eigentlich aus, dass wir gemeinsam stolz auf die Kultur sind und wir feiern die Kultur am Main. Ein Fest zwischen Kultur, Sport und Party. Altbewährte Highlights wie das Drachenbootrennen sind wie jedes Jahr mit dabei. Aber auch neue Gäste kommen dazu. Das Besondere ist, dass wir eine wirklich, ich hätte fast gesagt altehrwürdige, ich würde sagen sehr jung gebliebene Frankfurter Institution präsentieren. Das ist unsere Butch Cup, die dafür steht, dass wir in dieser Stadt schon immer sehr lebendig, experimentell und auch vor allem sehr international Musik gehört und gemacht haben. Der Klassiker. Die Museen wird es weiterhin geben mit einem großen Zustrom. Ich hoffe, dass auch die Museen die ganze Nacht dann eben und tagsüber gut genutzt werden. Und natürlich mit dem besonderen kleinen Bonbon obendrauf, eben die 3 Tage wirklich für 7 €. Da bietet kein Kino mit. Museumsbesuch und Unterhaltungsprogramm zusammen. Eine Kombination, die funktioniert. Gerade deshalb sei die Butch Cup glücklich, nun auch auf dem Museumsuferfest mit der eigenen Bühne vertreten zu sein. Ich bin die letzten Jahre immer so rumgelaufen und habe mir angeguckt, was andere, also Radio X zum Beispiel, gemacht haben oder die Feinstaubbühne gesehen und habe gedacht, verdammte Hacke, wir als Butch Cup sollten ja eigentlich da auch vertreten sein. Und es ist aber nicht so einfach, weil die Plätze ja vergeben sind. Also man kann nicht so einfach an den Platz drankommen. Wie gesagt, dann habe ich die Tourismus GmbH genervt. Was aber nicht viel genutzt hat, weil der immer nur sagen konnte, naja, solange keiner den Platz zurückgibt, gibt es auch keinen neuen. Dann kam der Zufall, dass sie sich überlegt haben, naja, wir könnten ja das Gastland in Anführungszeichen sein. Aber nicht nur das Museumsuferfest wird gefeiert. Neben dem Festival feiert die Butch Cup mit Bands wie Headliners Key King & Band oder Tito und Tarantula auch ihr 40-jähriges Jubiläum. Auf jeden Fall eine bunte Mischung, bei der für jeden Geschmack ein Leckerbissen mit dabei sein wird.